Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Agentinnen.net. Heute ist bei mir zu Gast Thilo Sandner. Er ist Buchautor und er ist wegen seinem Buch hier angereist in die Schweiz. Bist du soweit gut angekommen von Berlin nach Zürich? Ja, war ganz lustig. Wir mussten über dem Schwarzwald 3 Runden extra drehen, weil der Flughafen Kloten hier überfüllt war. Aber ansonsten ein schöner Flug gewesen und ein schönes Ankommen in der Schweiz. Erzähl doch mal etwas von dir. Wer bist du? Was machst du so? Ja, ich bin Thilo Sandner, Familienvater, 2 Kinder. Bin hier in Zürich, nicht weit weg von hier in Vellanden, in meiner Jugend groß geworden. Mein Vater war hier an der Oper beschäftigt als Opernsänger und ich habe hier Grundschule besucht und sind dann irgendwann nach Deutschland zurückgegangen. Dann habe ich mein Abitur gemacht, dann war ich eine gewisse Zeit bei der Bundeswehr als Pilot tätig. Dann kam ich über mehrere andere Bereiche in den Automobilverkauf und bin jetzt seit knapp 10 Jahren nebenberuflich tätig als Autor. Was hat dich dazu bewegt, Bücher zu schreiben? Na, so eine gewisse musische Vorbelastung durch meinen Vater und ich habe schon immer sehr, sehr gerne Bücher, gerade so in dem Bereich wunderschöne Geschichten, Belletristik, Fantasy gelesen. Und im Jahr 2008 war ich auf Rügen, Campingurlaub mit den Kindern. Und da hieß es immer, Papa, da wir keinen Fernseher haben im Campingwagen, erzähl uns doch mal gute Nachtgeschichten. Und da waren immer mehrere Geschichten dabei und irgendwann war es auch eine Geschichte mit einem Jungen und Drachen. Und die gefiel den Kindern so gut, dass sie sagten, oh, diese Geschichte wollen wir jeden Abend weiterhören. Und daraus ist dann irgendwann der Drachenheit entstanden. Genau, wegen dem bist du heute hier, dein Buch, Drachenheit. Und erzähl doch mal kurz, um was geht es in der Geschichte? Im Wesentlichen geht es um den Hauptprotagonisten, den jungen 14-15-jährigen Adalbert. Der ist mit seinem Vater unterwegs. Seine Mutter wurde von Drachen entführt, da war er gerade mal 6 Jahre alt, was seinen Vater zu einem großen Hasser aller Drachen gemacht hat. Aus ihm wurde dann irgendwann der Drachenjäger überhaupt. Und da er nun ohne Mutter ist, ist er viel mit seinem Vater unterwegs und erlebt seinen Vater natürlich in dieser Funktion als Drachenjäger. Er verehrt den Vater sehr, aber den Beruf des Vaters findet er nicht so schön, weil er in den Drachen nicht böse Monster sieht, sondern mystische, wunderschöne Wesen, die majestätisch am Himmel kreisen. Und eines Tages muss er mit ansehen, wie sein Vater so einen besonders schönen silbernen Drachen ermordet, wirklich bestialisch abschlachtet eigentlich. Und immer wieder hat er seinen Vater gebeten und angefleht, lass doch bitte diesen Drachen leben, der ist doch nicht böse. Aber das prallt an diesem Drachenjäger einfach ab, als hätte sein Sohn nie was gesagt. Und dann landet dieser Drache sterbend vor den Füßen des Jungen. Und der steht an dem Drachen dran und kann nicht anders, als mit Tränen in den Augen diesen Drachen zu berühren. Und in dem Moment dreht sich der Drache mit seiner letzten Kraft um, schaut dem Jungen in die Seele und sieht, dass der Junge ein reines Herz hat und überträgt mit seinem allerletzten Atemzug die Seele seines eigenen Drachenlebens auf den Jungen. Das weiß zu dem Zeitpunkt noch keiner. Und etwas später wird dann der Vater abends von der Landbevölkerung wie ein großer Held gefeiert. Und als es dann Drachensteaks vom Grill gibt, spätestens da muss der Junge weg. Er muss mit diesem neuen Wertebild seines Vaters, mit diesem grässlichen Erlebnis, was er hat, irgendwie ins Reine kommen und läuft weg. Und läuft irgendwann diesem goldenen Drachen hier über den Weg. Nicht ganz so schnell, aber das entwickelt sich dann. Die beiden gehen eine besondere Verbindung zueinander ein, eine ganz, ganz besondere Freundschaft auch. Jeder schenkt dem anderen etwas von seiner Gesundheit und erleben viele schöne Abenteuer bis zu einem Zeitpunkt, wo es sich herausstellt, dass dieser goldene Drache Märtyrill der Vater des ermordeten silbernen Drachen ist. Und das ist eigentlich für die beiden das Ende der Freundschaft. Aber ein Elfenkönig erkennt in dem Jungen einen Seelenträger und sagt, der Junge hat die Seele von diesem silbernen Drachen, also von dem Sohn von diesem goldenen Drachen. Und sagt, um die Seele zu retten, das könnt ihr nur gemeinsam. Und das ist dieser Weg der Drachenseele. Der Drache ist eine Fabelfigur. Wie genau bist du auf den Drachen gekommen? Oh, da gibt es viele verschiedene Geschichten, für die ich glaube, ranziehen zu können. Zum einen, lustig ist, ich bin vom chinesischen Sternzeichen Drache. Ich bin ein Segelflieger, ich war Militärpilot. Ich habe also das Fliegen in meinen Adern drin. Ich habe das immer gemacht. Und
Drachen sind einfach Wesen, die mich total faszinieren. Und da lag es irgendwie nahe, Drachen auch mal in ein Buch zu bringen. Wenn du schreibst, was ist deine Inspiration? Eine Geschichte zu schreiben, das, also, es ist schwer. Ich habe natürlich ein Manuskript, ich habe so eine rote Linie. Aber wenn ich schreibe, läuft das immer weiter, kommen neue Geschichten, Nebengeschichten. Und für mich ist es schön, anfangs habe ich es ja nur für meine Kinder eigentlich geschrieben. Aber daraus wurde immer mehr und Leute haben gesagt, Mensch, lass mich auch mal lesen. Oh, das ist toll, das möchte ich auch gern haben. Und wenn ich heute Leute kennenlerne, die anfragen, egal welchen Alters, gibt es denn schon den zweiten Teil davon? Wir haben den ersten schon mehrfach gelesen. Dann sage ich mir, ich kann irgendwas bewirken bei den Menschen, die sagen, das hat mir gefallen. Ein Vater hat mal geschrieben, dass er zum Beispiel die Werte, die da drin vermittelt werden, Vater, Sohn, Familie, Freundschaft, besonders toll finde. Das habe ich gar nicht bewusst gemacht, aber das zurückgespiegelt zu bekommen, das ist ein tolles Gefühl und eine große Motivation, weiterzuschreiben. Wie lange hast du, wenn du an einem Buch schreibst, oder wie lange hattest du jetzt zum Beispiel am ersten Teil? Insgesamt habe ich 3 Jahre an dem ersten Teil gearbeitet, alles noch nebenbei, abends, meistens nachts, wenn die Familie schläft oder an Wochenenden. Und ja, 3, 3,5 Jahre habe ich an dem gearbeitet, am zweiten Teil auch. Also das sind so ungefähr 3 Jahre, die ich dafür brauche. Wie kamst du zum Verlag? Als ich damals das Manuskript zu Ende hatte, habe ich mir natürlich überlegt, an wen kann ich das wenden. Da habe ich die ersten Verlage angeschrieben. Und in meiner alten Funktion als in Berlin, in meinem eigentlichen Beruf, da gibt es jemanden, der sagte, Mensch, ich kenne da jemanden. Den kenne ich aus meiner Heimat, der Spiegelberg. Und nimm doch mal mit dem Kontakt auf. Das ist ein junger Verlag und vielleicht ist der daran interessiert. Und dann habe ich ihm das Manuskript hingeschickt und er war gleich ganz begeistert. Und so kam das dann wie Spritzelbacken. Und wo kann man das Buch überall kaufen? Einmal natürlich über den Spiegelberg Verlag, bei mir und in jeder Buchhandlung. Es ist über die ISBN-Nummer jederzeit überall lieferbar. Und per wann folgt der zweite Teil? Der zweite Teil, erstmal das erste Buch ist schon in der zweiten Auflage erschienen. Und der zweite Teil, ich habe hier mal so ein Cover mitgebracht. Ja, können wir es uns schnell zeigen, ja. Und der zweite Teil, der ist jetzt gerade im Zulauf. Also wir rechnen, dass es morgen vielleicht, wenn wir Glück haben, mit der Post ankommt und dann sind die Bücher endlich da. Ist dann nochmal fast 100 Seiten breit oder dicker als das erste Teil. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Du hast mir gesagt, du warst auch schon an der Leipziger Buchmesse. Wie waren so die Reaktionen der Leute? Spannend, weil ich habe so ein großes Rollout. Ich stehe davor, ich erzähle natürlich was zu dem Buch und häufig ist es so, man erzählt dann die Geschichte und dann sieht man, wie immer mehr Leute dazukommen. Dann ist hier ein und da noch und dann kommt von überall Zwischenfragen und bevor ich eigentlich zu Ende bin, sagt der Erste schon, kann ich das denn kaufen? Der Nächste auch gleich und dann geht's los mit dem Signieren und das ist eine tolle Geschichte, also richtig, richtig spannend. Und mittlerweile kommen ja schon die Leute und fragen, wo ist der zweite Teil, kann ich den auch haben? Jetzt, letztes Leipziger Buchmesse war ein tolles Erlebnis. Da ist ein junger Mann mit der ganzen Familie über 200 Kilometer angereist. Der hat das Buch bei Amazon bestellt und hat aber gesehen, dass ich auf der Leipziger Buchmesse in der Fantasy-Insel eine Lesung habe. Und hat die ganze Familie hingebracht, um denen zu zeigen, wer der Autor Sandner ist. Und ist nur für mich angereist, damit ich ihm eine Widmung da reinschreiben konnte. Das fand ich schon sehr spannend. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Gerne weiterschreiben, all meine Ideen zu den Büchern. Ich habe ja ganz, ganz viele Ideen noch, allein im Dracheneid-Bereich. Es gibt auch noch andere Projekte, die ich schreiben möchte. Aber ich möchte das gerne eines Tages vielleicht sogar hauptberuflich machen. Das wäre schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wenn ihr das Buch lesen wollt, dann kauft es.